What's poppin', keepers, guys? Welcome back to a new vlog. Today I'm visiting an 11 years old goalkeeper from Schalke. Maybe some of you guys have seen him on my last vlog. If not, the link is down below. Before we get started, make sure to like this video, and at the end of the video we're giving away a pair of Gripmon gloves, so guys, stay tuned. Let's go. Lina, was geht? Well, wie geht's? Gut? Gut, ja. Die meisten Leute kennen dich noch nicht so. Stell dich doch mal vor. Mein Name ist Bilal und ich spiele bei Schalke 04 in der U12. Bro, gestern war ja das Spiel, ne? Hier in der Veltins Arena. Bro, meinst du, bald eines Tages spielst du dort? Ich hoffe. Auf jeden Fall, oder? Ja. Bro, dafür würde ich sagen, müssen wir Gas geben, trainieren und wir zeigen mal den Leuten da draußen ein paar coole Saves von dir, oder? Ja. Bro, zieh Handschuhe an und let's go. So, kommen wir jetzt zu einem Spiel. Ich nenne dir zwei Torhüter. Du entscheidest dich für einen. Und am Ende werden wir sehen, wer dein Lieblingstorwart ist. Ja. Jan Sommer oder Manuel Neuer? Manuel Neuer. Manuel Neuer oder Iker Casillas? Iker Casillas. Kennst du ihn noch? Ja. Okay. Iker Casillas oder Buffon? Iker Casillas. Immer noch Iker? Ja. Stark. Iker Casillas oder Ederson? Iker Casillas. Iker Casillas oder Ter Stegen? Ter Stegen. Ter Stegen oder Keylor Navas? Ter Stegen. Ist Ter Stegen dein Lieblingstorwart? Ja. Stark. Ich glaube, jeder hat jetzt gesehen, dass du ein kranker Torwart bist. Aber wie bist du eigentlich nach Schalke gekommen? Ich habe 4 Jahre bei SG Wattenscheid 09 gespielt. Mhm. Und im letzten Jahr bin ich Torwart geworden. Wie, du bist ja seit letztem Jahr Torwart? Ja. Was? Okay. Dann war ich 4, 5 Monate Torwart. Mhm. Und dann wollte mich nach 4 Monaten vier Monate Schalke haben. Und wow. Dann bin ich nach Schalke gewechselt. Mhm. Ich habe eigentlich 4 andere Angebote bekommen, aber ich bin hier. Ah, du hattest noch viele andere Angebote. Ja, also ich bin hier hingekommen, weil die haben andere Torhüter, also viele Torhüter hochgebracht, wie Neuer. Ich habe gehört, dass wir jetzt gleich zu dir nach Hause gehen. Ja. Und du zeigst uns einfach, wie du lebst oder wie dein Alltag als NLZ-Spieler aussieht, oder? Ja. Sollen wir los? Ja. Komm. Schalke! Oh, S04. Erzähl mal! Das sind meine Trikots von Stuttgart, Schalke und das, den habe ich von meiner Mannschaft bekommen. Unterschrieben von den Spielern. Von den Profis? Ja. Und das war meine erste Handschuhe. Ah, cool. Und die habe ich vom Stuttgart Kiefer bekommen. Ah. Und hier, wie schläft man im Schalke? Bettwäsche? Besser als normale Bettwäsche. Bilal, erzähl doch mal, wie dein Tag aussieht oder dein normaler Alltag. Also ich stehe um 6.30 Uhr auf und frühstücke und ziehe mich an.
Dann gehe ich schon mit der Bahn los und bin so um 7.40 Uhr da. Und um 8 Uhr Schulbeginn. Ich habe von 8 bis 15 Uhr Schule. Und dann komme ich zurück und bin so um 15.50 Uhr. Und dann esse ich was, pack meine Tasche, leg mich hin und dann gehe ich ins Training. Wie oft hast du denn eigentlich immer Training pro Woche? Viermal in der Woche, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Und plus Spiel? Ja. Also eigentlich fünfmal fast. Ja. Oder? Ist das jetzt ein großer Wechsel von Wattenscheid auf Schalke? Ja, großer. Also schon mehr anstrengend, ja. Oder? Bei uns auf Schalke müssen wir auch jedes Jahr das Zeugnis zeigen. Schule ist auch wichtig. Also jetzt, wenn du schlechte Noten in der Schule hast, darfst du nicht mehr trainieren oder wie sieht das aus? Nein, wenn man schlechte Noten hat, dann... Ich weiß das, glaube ich, selber nicht. Achso, weil du keine... Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Antwort. Aber ich würde mal sagen, wir haben super trainiert. Du hast uns alles gezeigt. Und jetzt gehen wir mal schön essen, oder? Ja. Okay, komm, let's go. Micha, Kameramann. Ich glaube, du hast dir verdient, ja, oder? Ja, beste Einkommen immer. Super. Wow. Vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Vielen Dank. This is so much food. This is Turkish. No, Lebanese. Lebanese. You guys Lebanese? Lebanese, okay. Wow. I'm excited, guys. Me too. All right, I would say let's dig okay. in. Let's open the buffet. All right, guys, if you stayed till the end of the video, you are the lucky one who can win a pair of Gripmon gloves. All you have to do is to comment down below, like this video, and the giveaway winner will be announced in 1 week. Guys, good luck and get the grip. Let's go.